Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Wir sind immer noch an der Parkanlage und tun gerade mal hier ein bisschen rumbaggern, diverse Bereiche ausheben und so wie es aussieht, wird dieser Bereich auch nicht wirklich viel tiefer als den, den wir in der letzten Folge ausgebuddelt haben. Bin mal gespannt, wie am Ende der Park aussehen wird. Ich hoffe mal ganz schön. Wir haben ja auch in der letzten Folge den Bereich, den wir hier gerade ausbaggern, mit der Planierraupe ein bisschen aufgerissen und aufgelockert dadurch. Warum auch immer, ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber wir haben es auf jeden Fall gemacht. Eben gerade haben wir einfach mal überhaupt nichts in der Schaufel gehabt. Ja, mit unserem großen Bagger haben wir ja diese kleinen Baggerarbeiten sehr, sehr schnell erledigt eigentlich. Man muss ja auch nicht wirklich tief runter baggern, das ist einfach nur mal so oben drüber kratzen. Ja, und dann bin ich mit der Steuerung mal wieder überfordert. So. 81% haben wir davon schon. Ich denke mal, wir kommen auch mit der Parkanlage recht schnell voran. Ich denke mal, wir werden bestimmt noch irgendwie dann Bäume setzen müssen und so, aber das ist ja alles nicht wirklich viel Arbeit. So, dann haben wir den Bereich auch schon leer. Was heißt leer? Schon ausgebuddelt. Passt vielleicht besser und dann wollen wir gerade mal schauen. Ja, schön. Wir müssen Sachen besorgen. Wir müssen Sachen besorgen. Es sind aber nicht ganz so viele Sachen. Ich bin nur gerade am Überlegen. Wir haben viel Geld. Ich hätte gern einen mobilen Kran. Wenn wir jetzt herkommen und parken den mobilen Kran hier und lassen uns die Sachen anliefern, dann müssten wir doch eigentlich schön bequem hier die ganzen Sachen machen können, die wir machen sollen, oder? Ja. Gell? Findet ihr auch. Würde ich sagen, machen wir einfach so. Ich gehe gerade mal zum Händler. Und dann schaue ich mir einfach mal die Sachen an. Wir haben zwei Kräne zur Auswahl, die ich gerne hätte. Das ist einmal hier der große Mobilkran. Der ist natürlich mega geil. Kostet 490.000. Und den kleinen, der würde wahrscheinlich für die Aufgabe locker reichen. Aber wenn wir den großen haben, dann haben wir den großen. Muss man so sagen. Andere gab es ja, glaube ich, nicht von irgendeiner anderen Marke. Nicht wirklich, also ich sehe jetzt keinen mehr. Gibt nur diese zwei mobilen Liebherr-Kräne. Hätte ich natürlich mega Bock drauf, aber es wäre wahrscheinlich komplett übertrieben für den Auftrag. Aber wie gesagt, wir müssen ja angeben mit unserer Firma. Wir müssen ja viel Aufmerksamkeit erregen eigentlich. Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Wir sind einfach ein bisschen größenwahnsinnig, dann ist es okay. Das ist eine gute Ausrede. Ach du Scheiße, was habe ich da gekauft? Der ist bestimmt fürs Windrad, so ein voll riesen Kran, aber wir bauen einfach mal mit dem größten Kran einen Park auf. Größenwahn kickt rein, finde ich gut. Gott, schwenkt das Ding aus. Ja, geil. Haben wir einfach voll die Riesenmöhre gekauft. Finde ich klasse. Total unnötig, aber wir haben's. Wir platzieren den auch hier. Ich denke mal, es ist angenehmer, als wenn wir da mit der Pritsche die ganze Zeit rumfahren. Wir gehen zum Baustoffhändler, lassen uns die Sachen auf die Baustelle liefern und stellen einfach den fetten Kran auf. Ist nur die Frage, wo, ob wir das auf den... Grundstück da draufstellen oder nicht. Ich würde ja fast sagen, wir stellen ihn hier einfach auf die Straße. Ist die Straße halt gesperrt, aber ist eigentlich mir komplett egal. Komm, wir wechseln mal den Modus. Ich hoffe... Oh Gott, die Stützen fahren doch weit aus. Stehen ein bisschen auf dem Bürgersteig drauf, aber ein bisschen Schieflage muss sein. Das Teil ist einfach so mächtig. Das ist so mächtig. Warum habe ich das getan? Ich weiß es nicht. Einfach weil ich es kann. Einfach weil ich es konnte. Ich brauche ein Bild davon. Ich brauche einfach ein Foto davon. Komme ich nicht drum rum. Ist das übertrieben? Für diese kleine Baustelle einfach mal voll übertrieben. Ach, aber feiere ich ein bisschen. Man muss manchmal ein bisschen übertreiben.
So, einmal ausblenden bitte. Wir machen ein paar Fotos. Aber geiles Teil. Auf jeden Fall. Vielleicht machen wir dann nochmal ein Bild, wenn er komplett mal ausgefahren ist, aber... Das wird ein bisschen dauern, bis er komplett ausgefahren ist. Na gut. Wir kommen mal wieder zurück zum Spiel. Weg vom Größenwahnsinn, zurück zum Spiel. Ist das andere näher dran? Das ist, glaube ich, näher dran. Schnellreise, dann lassen wir uns einfach die Sachen liefern. Brauchen wir nicht den Pritschenwagen holen, mit dem kleinen Kran da rumspielen und nee, muss nicht sein. Palette Betonsäcke. Okay, Palette Betonschalung. Das brauchen wir einmal. Das brauchen wir einmal. Okay. Ups, nein, das, nein. Das brauchen wir auch. Okay, Bäume können wir auch gleich dreimal mitnehmen. Die erkenne ich. Das erkenne ich, dass es Bäume sind. Da brauche ich am Ende nicht lange suchen. Ja, liefern an Baustelle. Dann haben wir schon mal alles da. Und jetzt können wir mit dem Kran da schön hantieren. Und brauchen nicht immer mit dem Pritschenwagen umparken. Der Kran steht auf der Straße, den stört da keinen. Wir haben auf jeden Fall Reichweite. Wir haben auf jeden Fall Reichweite mit dem Teil. Ja, und die gelieferten Sachen müssten jetzt da unten stehen, genau. Ah, geil, sind wir mal im Mobilkran-Bedienpult drin. Au ja. Au ja. Ja, aber trotzdem komplett übertrieben. Aber ich kann so überhaupt nicht einschätzen, wie weit ich noch muss. Das ist so schwer einzuschätzen. Es ist so schwer einzuschätzen. Ne, wir müssen noch ein ganzes Stück. Ich versuche mich gerade am Schatten da unten zu orientieren, aber da sieht man auch die weiße Markierung ein bisschen. Er ist noch am Ausfahren. Okay, wir sind dran. Alter, was ein langes Teil. Geil, der kann noch zwei, drei so Stufen ausfahren. Ist schon nicht verkehrt. Ist schon nicht verkehrt. Feier ich. Feier ich sehr. Okay, wir haben es eigentlich ganz gut platziert. Okay, vielleicht ein bisschen zu weit ausgefahren. Aber hey, muss man ja erstmal lernen. Ich glaube, es ist einfacher, als wenn wir... als wenn wir jetzt da wirklich mit der Pritsche die ganze Zeit rumfahren. So, wir lassen das einfach jetzt ab und dann müsste es schon fast passen. So, einmal rumschwenken wieder. Dabei unsere eine Planierraupe ein bisschen tuschieren. Okay, die Bäume brauchen wir jetzt noch nicht. Die brauchen wir noch nicht. Die habe ich ja nur schon mal mitgenommen für später dann. Dann haben wir nämlich schon das ganze Material hier. So. Was das in der Realität kosten würde, wenn man sich so einen großen Kram mietet für so eine kleine Arbeit. Nicht feierlich. Es geht schneller, wenn ich den Kran hochstelle, damit ich weiter nach vorne komme, als wenn ich den jetzt jedes Mal ein- und ausfahre. Deswegen stelle ich den gerade so steil nach oben. Geht einfach schneller. So. Gerade noch ein bisschen drehen. Bisschen arg weit gedreht, aber kein Ding.
So, dann brauchen wir noch die eine Sache und dann können wir schon wieder weitermachen. Auch theoretisch mit dem Bagger jetzt da reinmachen, aber nee, komm, wir haben ja schon den Kran da, wir haben die Reichweite. Dann können wir das auch direkt platzieren. Wenn es nicht ganz so sehr hin und her schaukelt. Aber man muss bei dem Kran irgendwie manchmal umdenken. Das Hoch und Runter ist irgendwie ein bisschen schwierig. Bei dem Turmkran ist das ein bisschen einfacher. Weil klar, der Mobilkran, wenn man den halt nach vorne hebt, was heißt nach vorne hebt, nach oben hebt, kommt einem das Rohr entgegen. Wenn man nach unten hebt, geht das Rohr weg und dann knallt es schon auf den Boden. Das ist, ja, muss man alles ein bisschen üben. So, wir sollen den Bereich räumen. Machen wir auch. Der größenwahnsinnige Chef räumt erstmal die Baustelle, der hier die größten Maschinen auffährt. Nicht, weil er es muss, sondern weil er es kann. Ist einfach wunderbar. Baumaterial auspacken. Ich glaube, das kriege ich hin. Wenn ich wüsste, wo ich es habe, da habe ich es. Hier kommt bestimmt ein Teilchen. Hier bestimmt irgendein Teich oder so. Und da drüben vielleicht ein Sandkasten. Ein kleiner Brunnen. Finde ich auch schön. Und wir sollen Beton gießen. Finde ich gar nicht schön, aber wir könnten doch theoretisch... Wenn wir uns einen Betonmischer holen und hier rückwärts reinfahren, können wir das doch bestimmt einfach über den Betonmischer machen. Oder brauchen wir jetzt nicht extra die Betonpumpe? Oder? Ich würde mir jetzt erstmal nur einen Betonmischer holen und da hinfahren und einfach mal probieren, ob es reicht oder nicht. Was kostet denn nochmal so ein Betonmischer? Ich will Geld raushauen. 135, das kostet ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Wir haben schon so viele Fahrzeuge von MAN oder beziehungsweise so oft von MAN Fahrzeuge gefahren. Da weiß ich nicht, ob wir uns den Betonmischer holen. Der sieht ein bisschen aus wie Obelix, so von der Lackierung hinten von der Trommel. Nur, dass das grün-weiß ist, nicht blau-weiß. Ich fand den ja von DAF ganz cool optisch. Der hat mir ja recht gut zugesagt. Glückwunsch, wir besitzen jetzt einen Betonmischer. Wir kaufen einfach alles. Wir haben so viel Geld mittlerweile. Durch die Aufträge. Ja, den fand ich optisch halt ganz cool. Dieses Grün-Weiß hinten. Nein, weiß ich nicht. Da habe ich das Gefühl, da fallen mir irgendwann die Augen raus. So ist mir das doch ein bisschen lieber. Mit dem nächsten Geld können wir uns mal, weil wir jetzt ja schon so viele wichtige Fahrzeuge haben, können wir uns auch mal ein bisschen unwichtigere Fahrzeuge kaufen, wie zum Beispiel einen Auflieger. Würde ich ganz cool finden, wenn wir endlich mal einen haben. Ich hätte mich noch mehr vor den Eingang in dem Kran hinstellen sollen. Oh, Bremse. Das Schild haben eh wir aufgestellt, das ist nicht schlimm. Ich fahre jetzt einfach mal rückwärts dran und guck mal, ob das reicht, wenn ich einfach so das mache, weil ich will jetzt eigentlich nicht extra für das kleine Ding die Betonpumpe hier aufstellen. Wenn ich ehrlich sein soll. Wir haben ja auch dadurch ein bisschen Reichweite. Wir probieren es mal. Ich würde sagen, das haut hin. Das haut hin. Ich parke jetzt noch einmal um. Ich parke noch einmal um. Und da hat man auch, glaube ich, keinen Grund, um zu meckern. Irgendwie hängt der Muldenkipper auch so ein bisschen in der einen Rinne drin. Ja, perfekt. Gut, haben wir ausgegossen mit Beton.
Baustelle räumen. Wir sollen jetzt schon die Baustelle erstmal räumen, okay. Es wäre ein bisschen dreist, wenn wir uns jetzt in den Park da reinstellen. Ich fahre lieber raus auf die Straße. Ist zwar die ganze Straße blockiert, aber mein Gott, bei einer Baustelle hat man das nun mal ab und zu mal. Ach, dieses ein Aussteigen. So, komm, jetzt aber. Gleich werden große Sachen mit der Baustelle passieren. Okay, den machen wir jetzt erstmal leer. Bevor wir noch umkippen und hier lauter Sauerei haben. Den machen wir leer und fahren wir jetzt raus. Wir können eigentlich die Planierfahrzeuge mal ein bisschen reduzieren. Mal eins entsorgen. Das heißt entsorgen, aber zurück zur Firma. Irgendwie funktionieren bei dem Betonmischer die Rundumleuchten nicht, oder? Doch, jetzt gehen sie. Merkwürdig. Vielleicht muss man nah genug dran sein, dass das funktioniert. Ach, ein Aussteigen. Wir haben das übliche Problem. Ich drücke zu schnell und das Spiel ist dann böse auf mich. Genau, das eine Fahrzeug können wir ja gerade mal einlagern. Die Planierraupe, die kleine. So. Reicht, wenn eine da ist und wir behalten lieber mal die da, falls wir nochmal den Boden irgendwo aufreißen müssen oder auch nicht. So. So, wir brauchen ja auch gleich noch Platz für unseren kleinen Bagger. Wobei wir den auch eigentlich in den Park fahren könnten. Aber nee. Nee. Komm, wir fahren den auch raus auf die Straße. Wer weiß, was nämlich jetzt hier passiert. Ein bisschen gerade stellen, so. Ja, dann haben wir die Straße doch wunderbar blockiert. Wir müssen den Kran dann noch ein bisschen zurückfahren. Das wird da noch ein bisschen angemeckert. Den schwenken wir einmal kurz ganz zurück. So, genau. So, ein bisschen nach links. Dann sind wir da auch weg von der Baustelle. Steht er jetzt wirklich Oberboden abtragen? Ja, dann habe ich ja gut gehandelt mit der Planierraupe. Okay, einmal hier so einen Ring fahren. Alles klar. Okay, okay. Da muss ich nur gerade hier unseren Meister Bagger noch zur Seite schaffen. So, wir blockieren jetzt einfach mal die komplette Straße. Ich fahre den dann gleich dahin, wo jetzt die Planierraube steht. Ich will nur hier die falsche Richtung gelenkt. Muss so sein. Ich hätte eigentlich... Ach, ein Aussteigen. Man muss dann immer kurz warten, wenn man wieder eingestiegen ist, so. Ich hätte eigentlich erstmal die andere Planierraupe zur Tankstelle bringen müssen, zum Tanken und Reparieren. Aber hatte ich jetzt vergessen. Ich glaube, wenn wir mit dem fetten Ding so über die Straße fahren würden, ich glaube, die Straße wäre danach Matsche. Ich glaube, die müsste man danach reparieren. So, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Oberboden. Machen erstmal hier das Licht an. Hat der Arbeitsscheinwerfer? Nö, hat er nicht. Aber gut. Der hat ja vorne die, hinten hat er halt nichts an der Seite, aber naja, brauchen wir auch nicht unbedingt. Ich hoffe, das klappt mit dem hier. Nö, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Perfekt. Wahrscheinlich brauchen wir dann doch die andere Planierraupe.
Ja, weil die hier, die kann, oder kann ich das Schild ein bisschen so neigen, dass es doch funktioniert? Es könnte funktionieren, ja, doch. Ich muss sie nur neigen ein bisschen mehr. Alles klar, jetzt haben wir natürlich da hinten auch noch ein bisschen abgerobbt, aber ja, was soll's. Na gut, fahren wir einfach mal den Hindernisparcours hier entlang. Wenn ich mal die Sicht richtig eingestellt habe. So. Es gibt bestimmt dann den Rundweg. Da müssen wir dann bestimmt Kies einfüllen. Und den dann bestimmt verdichten. Könnte ich mir denken. Und da drüben müssen wir bestimmt dann Sand reinschütten. Irgend sowas in der Art kommt da bestimmt. Ganz bestimmt. So, da haben wir doch schon mal ganz gut was abgekratzt. Jetzt machen wir nochmal so ein bisschen Feinarbeiten, dann müssten wir auch die 100% hier erreichen. Ich hatte aber schon echt gedacht, es funktioniert mit der Raupe hier nicht. Aber Gott sei Dank. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen, hätten wir die andere wiederholen müssen. Markierten Bereich räumen, dann machen wir das doch gleich mal. Baustelle räumen. Okay, ich soll schon wieder komplett von der Baustelle runter, alles klar. Die wollen einen hier ganz schön ärgern. Passt es so? Darf ich jetzt wieder drauf fahren? Kies liefern und verteilen. Alles klar. Ich muss hier doch ein bisschen Platz schaffen. Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Ich muss mir hier ein bisschen Platz schaffen. Naja, den Muldenkipper haben wir ja schon da. Ups, das war wieder die falsche Kette bedient. Solange wir nicht unseren Kran hier zum Umkippen bringen, ist eigentlich alles wurscht. Ups, das war der Kran. So, kann man da reinfahren? Ich hoffe doch, aber jetzt komme ich hier... Naja, gehen wir halt mal um 23.16 Uhr im Spiel spazieren. Aber so müssten wir reinfahren können, genau. Ah, man kann auch hier vorne rein rausfahren. War das vorhin schon so? Nee, da war doch noch der Bauzaun, oder? Da war doch vorhin noch der Bauzaun. Ja, okay, wir sollen wieder nur in den gelben Bereich. Ich achte da nicht immer drauf. Für mich ist das eigentlich immer so, dass ich das mache, oder in dem ganzen Bereich das machen will. Ja, dafür habe ich wohl den falschen Modus an. Aber naja, ist ja nicht schlimm. Wir haben ja nicht wirklich Geldmangel, wir können notfalls nochmal ein bisschen Kies kaufen. Das sollte nicht das Problem sein.
Naja, haben wir schon 70%, dann laden wir gerade nochmal nach. Weiter geht's. Aber nicht ganz so schnell entladen, ganz sachte ein Steinchen nach dem anderen. Gut, haben wir wieder was abgeschlossen. So, schon ist alles voller Kies. Pflanzgrube ausheben. Ja, das wäre jetzt ein bisschen assi, wenn wir das wieder mit dem fetten Kran machen. Ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt für unseren kleinen Kompaktbagger. Wir haben ja alles, wir haben ja alles. Klar, könnte man auch mit dem Großen machen, aber... Ja, weiß ich nicht. Wenn wir nur so eine kleine Stelle eigentlich ausbaggern sollen und wir reißen da einfach voll die Grube rein, weiß ich nicht. So, ich würde aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Macht's gut, bis dahin, euer Tommy.